La la la, ach wie sie rennt und wie sie rennt. Wow, immer zwei Treppen auf einmal nehmen, stürzt sie sich hinunter, damit die Wache noch immer abgelenkt ist, wenn wir hier entlang kommen. Pinwand, können wir die eigentlich mal so nebenbei bemerkt? Moment. Ja, haben wir doch glatt vergessen. Wie konnte denn das geschehen? Wo ist denn der Ketchup? Da. So, dann natürlich noch vollrotzen. Liebend gern, aber die Pinnnadeln sind alle. Ach, das wäre natürlich auch cool, mit Pinnnadeln spucken. Dann können wir vielleicht auch den Wächter betäuben und so. Mit so einem ganz seltenen Gift einer nordmexikanischen Schlange. Können wir dann ja wild um uns schießen in der Anstalt. Das wäre am einfachsten natürlich. Aber dann könnten wir gleich dem Schlüsselmeister den Schraubenschlüssel geben. Vielleicht heißt er deswegen ja so. So, Moment. Nein. Und noch einen Smiley, bitte. So, und jetzt würde ich sagen, ich gehe mal nicht zur Wache durch. Ich gehe mal wieder hinten rum. Dum, 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 dum. Oh, ich habe vergessen, die Pflanze anzumalen. Fällt mir gerade auf. Wir werden bestimmt noch eine Gelegenheit dazu bekommen. Achso, und hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte ja nach draußen. Ich wollte ja zum Alu-Männchen. La 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 la. Alu-Mann-ja, Alu-Mann-ja. So, eigentlich könnten wir Hammer Poki hier nicht schon befragt. Eigentlich zur Sachlage? Das ist ja unverzeihlich. Tut mir leid, Poki. Jetzt aber gerne. Warte, hier zärtlich klicken. Ja, ähnlich brutal wie der Generalschlüssel, den man in der Beschäftigungstherapie nicht mitnehmen konnte, hatte ich auch für diesen Raum eine Idee, um den Spieler nochmal so richtig schön zu frustrieren. Und zwar ist das ja der erste Raum, den man sieht, das erste Stück Freiheit, das erste Mal, dass man halt aus der Anstalt raus ist. Nicht genug, dass sobald Edna einen Schritt vor die Tür macht, Harvey sie auf das nächste Hindernis, und zwar auf die hohen Mauern mit dem Stacheldraht aufmerksam macht, sondern neben der Tür stehen auch zwei Mülleimer mit ganz vielen nachgemachten Generalschlüsseln. Also Edna ist wirklich nicht die Einzige, die so weit gekommen ist. Das haben schon viele geschafft. Offensichtlich ist die größere Schwierigkeit, über die Mauern zu entkommen. Tja, wenn sich der Spieler jetzt eingebildet hat, er hätte was Großes erreicht, hätte mich hier so richtig mit dem Vorschlaghammer einen Dämpfer verpasst. Toll, danke. Dass man überhaupt einen Dämpfer mit Vorschlaghammern verpassen kann. Darüber werde ich im Kommenden nochmal nachdenken. Lass uns doch bitte wissen, zu welchen Ergebnissen du gekommen bist. Und vielen Dank für diesen Dämpfer übrigens. Vielen, vielen Dank. Tja. So. Nanu? Ist der Alu-Mann noch nicht eingetroffen? Er war kurz hier. Er hat auch schon einen Blick unter die Motorhaube geworfen. Dann hat er kurz geweint und ist wieder gegangen. Ich glaube, jetzt sitzt er auf der Veranda und meditiert. Was? Eidiwei, Eidiwei. Okay, geh zu vors Haus. Ist doch die Veranda mit diesem komischen Ding da, ne? Wo man nicht reinkommt. Hallo? Alu? Oh ja, wie er weint. Das ist ja unfassbar, wie traurig der gute Mann ist. Alu hat echt die Ruhe weg. Das kannst du aber laut sagen. Hey, Alu. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Was ist? Warum bist du nicht beim Auto? Ich war kurz da und hab mir die Sache angesehen. Die Batterie ist hinüber. Und du kannst gar nichts machen? Das habe ich nicht gesagt. Ich glaube, ich bin in der Lage, die Batterie wieder aufzuladen. Super! Was genau hast du vor? Ich werde sie mit positiver Energie auftanken. Oh. Ach so. Positive Energie also. Naja. Das. Puh. Du musst Zuversicht haben, Edna. Wie soll ich ohne Zuversicht die nötige positive Energie ansammeln? Gibt es denn keinen anderen Weg? Positive Energie oder hierbleiben. Gut, dann machen wir diese scheiß positive Energie, wie ich die hasse. Ach, oh, ich verspüre sie bereits, das Mistzeug. Ach. Wir wollen los. Hopp. Immer mit der Ruhe, Kind.
Ich habe gehört, in der Garage gibt es Gratis-Quiche. Netter Versuch. Aber ich ernähre mich ausschließlich von kosmischer Energie. Und um den Motor wieder zum Laufen zu bringen, brauche ich da eine ganze Kelle von... Wo soll man denn hier Energie herkriegen? Ich habe eine Vision. Ich sehe dich und mich zum Auto gehen. Es ist die Zukunft, die du siehst. Ja, aber vielleicht jetzt die unmittelbare Zukunft vielleicht. Schönes Plätzchen hast du dir da ausgesucht. Ja, es gibt keinen besseren Ort, um zu meditieren. Warum nicht? Der Zen-Garten versorgt mich mit kosmischer Energie. Aber heute klappt es nicht so gut. Die Steine schwingen nicht im Einklang mit mir. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du es schaffst, dass die Steine mit mir im Einklang schwingen, dann kann ich mich auf jeden Fall schneller mit positivem Chi aufladen. Was auch immer das heißt. Ich glaube, ich habe gerade eine Idee. Wir konnten ja die Steine hier versammeln bei dem Ding. Und wir haben oben das merkwürdige Fernsehbild, für das es keine Erklärung gibt, das einfach so angezeigt wurde. Und die Fingerabdrücke könnten die Steine sein. Und ich habe sie mir nicht aufgemalt, weil ich so schlau bin. Toll, war ja wieder super. Worauf warten wir noch gleich? Um den Motor zum Laufen zu bringen, muss ich Zen sein. Leider schwingen die Steine nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakra Bleu? Du kannst ja auch Scheißen sein. Das geht natürlich auch. Können wir den Prozess nicht irgendwie beschleunigen? Bring die Steine in die richtige Ordnung. Sie müssen in Phase mit meiner Aura schwingen. Na, jetzt weiß ich natürlich sofort, was ich machen muss. Nicht. Okay. Ich gehe dann schon mal. Bis später. Ich weiß leider überhaupt nicht, das war irgendwie... So? Nein, wahrscheinlich nicht. Irgendwie war da noch eine Lücke zwischen, aber ich glaube nicht, dass das so war. Ja, nun, klappt ja super. Geht's hier eigentlich noch weiter? Nee. Nö, ist das Beste, was ich jemals hier gemacht habe. Da geht's ja jetzt richtig zur Sache auch. Ich muss nochmal zum Fernsehgerät. Ach, verdammt. Na los. Ach, wir können ja auch hier direkt zum Zen-Garten. Naja, gut. Wir könnten uns ja rote Feuerameisen holen. Könnten wir ihm auf den Hals hetzen. Was meinst du, wie schnell der wieder aufgeladen ist mit seiner lustigen, positiven Energie? Oh oh. So, schnell wieder abhauen. Und jetzt hier durch die Tür und nach oben. Wuppdich, schwuppdich zum Fernsehgerätchen. Und ich weiß immer noch nicht, in welche Reihenfolge wir die Essensschlacht bringen müssen. Also das, die... Speisen. Auch da haben wir wieder Zen. Jede Menge Zen-Energie. Speisen-Energie. Und hier war jetzt noch einmal nach oben. Nee. Quatsch, wir sind ja schon lange vorbei. Was macht ihr denn da? Ich wollte doch gleich da durch die Tür gehen. Warum sagt ihr mir, ich soll nach oben gehen? War bestimmt die... Nein! Ich glaube, ich brauche einfach mehr positive Energie. Ich bin gerade nicht im Einklang mit meinen Chakren. Chakren Zulu. Da haben wir die Fingerabdrücke. So, warte mal. Ach, der rechts der Stein war falsch gesetzt. Ich mal das mal ganz kurz auf. Moment. So, dann mache ich hier mal so. Mach mir jetzt erstmal so ein Gitter, was ich mir aufmale. Sekunde. Naja, irgendwie so. Ich kann das hier nicht so richtig und so. Gehe zu raus. Ich hoffe, das reicht dann auch mit den Steinen.
So, Moment. Ja, jetzt geht doch mal zum Flur. Ich sehe das hier immer nicht. Ich denke mal, dann lädt er wieder so lange. Aber das ist nicht so. So, hier nochmal lecker, lecker. Ja, alt und... Was? Oh, ja, Kaugummis. Wir haben aber keine Zeit für Kaugummis. Wir müssen sofort wieder runter. In einer Actionsequenz. Dim, dim, dede, dim, dim, dede, dim, dim, dede. Da hechtet sie zur Treppe hin. Wieso geht's jetzt nach oben? Nach unten, du Lurch! Nach unten! Dim, dim, dede, dim, dim, dede. So, ich hoffe, der Typ ist immer noch weg. Nicht, dass wir hier zu lange gebraucht haben. Ha, puh. So, jetzt gehen wir da nach hinten durch. Und wieder raus. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Ich bin mir da nicht so sicher. So, mein Kunstgemälde, was ich hier angefertigt habe, ist wirklich sehr schön geworden. So, wir haben jetzt... Der hier muss nach unten, theoretisch. Da müsste der nach oben. Ist das jetzt so richtig? Ich kann es bei den Fingernägeln nicht so genau erkennen, aber offenbar passiert ja... bei den Fingerabdrücken kann man das nicht so genau erkennen. Hey, hallo. Ah, Edna. Wie schön, dich zu sehen. Tja, ich... Dann schon mal. Bis später. Hier beschleunigt sich offenbar gar nichts. Ohne ihn hätte ich das nie geschafft. Also ohne den Generalschlüssel, meinst du? Damit könntest du doch sicher den Motor reparieren, oder? Der Motor ist nicht kaputt. Ihm fehlt nur die Energie. Nichts, was man nicht mit ein wenig innerer Ruhe wieder in den Griff bekäme. Okay, Damit könntest du doch sehen. Da, ja, wenn ich bleib. Okay, also nochmal, weil ich dachte, jetzt kommt das gleiche Gespräch. Habe ich schon vorfrech, ganz vorlaut habe ich das abgebrochen. Damit könntest du doch sicher den Motor anlassen, oder? Darf ich mal sehen? Ja, das wäre ideal. Wenn ich mit positiver Energie aufgeladen wäre. Leider habe ich keinen Saft mehr auf den Chakren. Pfui. Der hat doch gerade die ganze Zeit am Fernseher gefressen. Mann, 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 was braucht er denn noch? Kannst du den Reifen montieren? Ohne Wagenheber? Unmöglich. Mein Arzt hat mir verboten, schwere Sachen zu heben. Na gut, aber Hoti und Moti regeln das schon. Ich habe gelernt, Unterschriften zu fälschen. Denkst du, dass dich all die Anstrengung letztlich befreien wird? Ja. Du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, in deinem Innersten frei zu werden. Bis... Du meinst Pupsen? Ja, schön, schön. Alu braucht keine Therapie. Er ist, wie er ist. Oh, das ist aber schön gesagt. Also, es ist wirklich schön gesagt. Soll ich dir was zu trinken holen? Ich beziehe meine Energie lieber aus dieser friedlichen Zen-Garten-Idylle. Wenn die Steine doch nur mit mir in Einklang schwingen würden. Tja, ich weiß auch nicht. Dann sind die Steine immer noch falsch ausgerichtet, oder wie? Vielleicht doch so rum? Jetzt sehen wir doch mal Alu. Alte Bockwurst. Auf jeden Fall war da ein Raum zwischen und da nicht. Vielleicht, wenn ich das doch einen hochziehe, zack. Oder muss das vielleicht ein nach rechts gesetzt werden? Oder, Ach nee, geht gar nicht. Stimmt so rum, aber ich habe keine Ahnung. Es scheint einfach alles nicht zu klappen.